So, dann schon mal einen schönen guten Morgen für alle Anwesenden. Noch 2 Minuten, dann ist 10, dann fangen wir auch an. Dann mache ich auch die Kamera zu. Es füllt sich noch. Da warte ich noch mal ein kleines bisschen, damit auch alle einen Platz finden. Freue mich natürlich über die vielen Anwesenden, alte Weggefährten. Freue ich mich ganz besonders drüber. Gut, dann begrüße ich Sie recht herzlich alle zu unserem heutigen Webinar von der INNOVI-Gruppe. Inventor-Präsentation, Explosionszeichnungen einfach erstellt. Die Kamera mache ich jetzt einfach mal wieder aus, der Übertragung wegen. Mein Name ist Jörg Weber. Ich arbeite bei der Firma Arnold IT. Arnold IT ist ein Teil der INNOVI-Gruppe. Ich bin seit jetzt mehr als 20 Jahren im Bereich der Mechanik tätig, in der Hauptsache im AutoCAD-Bereich, im Volt-Bereich und im Inventor-Bereich und betreue dort die Produkte technisch als auch vertrieblich. Die INNOVI besteht aus 4 einzelnen Händlern, die sich zusammengetan haben, um einfach die Kompetenz, die sie als Einzelhändler haben, zusammenzufügen, damit wir im INNOVI-Verbund Sie als Kunden noch viel intensiver betreuen können und Ihnen auch natürlich die Gewissheit geben und die Sicherheit geben, dass für Anliegen, die Sie haben im Bereich der Architektur, Maschinenbau oder Infrastruktur, eben immer einen entsprechenden versierten Ansprechpartner dort haben. Wir sind insgesamt über 180 Mitarbeiter an 8 Standorten verteilt. Die INNOVI besteht eben aus den Gruppen, aus den Händlern der Arnold IT. Dann des Haffners Büro, einmal Entegra und der Firma der AKG. Das heutige Thema ist die Inventor-Präsentationsumgebung, die IPN-Umgebung. Kennt jeder, weiß jeder, was mitgemacht wird, wird leider selten benutzt, ist immer da. Manche fragen sich auch, was ist es überhaupt, warum ist da noch eine Vorlagendatei, eine IPN-Datei drin? Was heißt das Ganze? Inventor Presentation heißt es. Es gab mal früher ein ähnliches Produkt, das auch Präsentationen gemacht hatte. Das war der Inventor Publisher. Und einige Teile aus diesem Publisher sind dann später auch mal in die Präsentationsumgebung eingeflossen. Die Präsentationsumgebung ist eine eigenständige Umgebung. Das heißt, Sie haben hier wirklich, wenn Sie über Dateien neu gehen, Präsentation, eine eigenständige Umgebung mit eigener Registercard, mit einer eigenen Multifunktionsbutton, Oberflächenfensteranordnung, sehen wir auch natürlich gleich. Die Dateiendung, wie gesagt, ist die IPN. Sie können Präsentationen auf der Baugruppe erstellen. Geläufig sagen auch viele Explosionszeichnungen dazu. Ah, ich muss noch dazu erwähnen, wenn Sie Fragen haben zwischendurch, in dem Chatfenster vom GoToWebinar ist ein Fragebereich. Da können Sie dann Ihre Frage reinstellen und die Fragen werde ich dann zum Schluss auch mit Ihnen beantworten oder durchgehen und beantworten. Und
Das Session wird aufgezeichnet, sodass Sie später auch über einen Link sich das Ganze nochmal anschauen können. So, zurück. Sie erstellen die Explosionszeichnung oder die Präsentationszeichnung auf Grundlage einer Baugruppe. Macht auch Sinn. Bauteile explodieren kann man natürlich schön auf dem Hof, aber jetzt nicht im Inventor. Sie haben dort die Möglichkeiten, die Präsentation zu öffnen oder auch zu erstellen. Der Inventor weiß, wenn eben auf der Baugruppe eine Präsentation vorhanden ist, müssen Sie sie nicht suchen, können Sie per Rechtsklick einfach öffnen. Es gibt zwei Hauptbereiche. Es gibt einmal das Drehbuch. In dem Drehbuch erzeugen Sie mehr oder weniger eine Animation. Und es gibt den Bereich des Snapshots, das Momentaufnahmen darstellt. Beide Bereiche können Sie eben hier entsprechend auch anwählen und dann ausführen. Im Bereich des Snapshots können Sie hingehen und, wie gesagt, so Momentaufnahmen vornehmen. Zum Beispiel den zusammengebauten Zustand oder eben den explodierten Zustand. Und diese beiden Snapshots oder diese Snapshots selber lassen sich später dann in der Zeichnungsableitung auch heranziehen, sodass Sie gezielt sagen können, in einer Ansicht, Sie möchten eben den explodierten oder auch den zusammengeführten. Sie haben die Möglichkeit, auch Führungslinien direkt anwählen zu lassen oder erzeugen zu lassen, sodass Sie hier auch sagen können, ich habe eine kleine, ja, Übersicht noch, wie die Teile zueinander gehören. Die können Sie auch ausschalten, wenn Sie wollen. Das bleibt letztendlich komplett Ihnen überlassen, wie Sie es haben möchten. Das Drehbuch ist für die Animationssteuerung. Jedes Mal, wenn Sie irgendwo eine Komponente verändern innerhalb des Drehbuchs, um eine Bewegung auszuführen, ob Drehbewegung oder lineare Bewegung, dann wird ein Eintrag in diesem Drehbuch vorgenommen. Da können Sie dann zum Beispiel auch nochmal die Reihenfolge ändern oder auch Drehbewegungen überlagern lassen. Das sehen wir nachher alles in Beispielen auch. Und dann können Sie damit wunderbar Ihre Animation oder Ihre Explosion steuern. Sie haben einen weiteren Bereich noch zur Verfügung und das ist das Publizieren. Auf den Snapshots heraus lassen sich Bilder publizieren in den Formaten BMP, GIF, JPEG, PNG oder TIFF. TIFF ist zum Beispiel sehr beliebt, wenn Sie Kataloge erstellen wollen, dann können Sie ein TIFF-Format wählen, legen das irgendwo auf die Festplatte ab oder geben das praktisch Ihre Marketingabteilung und dann haben Sie dort ein sehr gutes Bild. Man kann auch die Auflösung ändern, man kann vielleicht auch noch die Höhe und Breite ändern. Das bleibt alles letztendlich Ihnen überlassen. Im Bereich des Videos können Sie AFIS oder WMF-Dateien erzeugen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn Sie zum Beispiel Aufbauanleitungen machen und Sie möchten das gerne den Monteuren mit auf die Baustelle geben. Heutzutage ja nicht unüblich, dass auch ein Monteur einen Laptop mitnimmt. Und dann können Sie hingehen und sagen, komm, ich mache dir jetzt mal schnell ein Video, wie das zusammengebaut wird, dann kannst du das mehrfach angucken. Es ist viel einfacher, als wenn Sie dann seitenweise Text schreiben müssen, um dem Monteur oder irgendjemand anderem klar zu machen, wie das zusammengebaut wird. Namhafter Möbelhersteller mit vier Buchstaben hat es leider nicht. Manchmal wäre es dann vielleicht nützlich, sowas zu haben. Sie können dann eben, wie gesagt, auf Grundlage des Snapshots die Zeichnungen erstellen. Das heißt, Sie gehen einfach hin und sagen, Sie möchten eine Zeichnungsansicht erstellen, wählen die Vorlagendatei aus und auf dem Snapshot, auf dem Sie gerade sind, wird dann die Zeichnungsableitung auch erzeugt, die dann letztendlich so aussieht. Es wird einfach dort eingebracht und in den Ansichten können Sie aber jederzeit auch nochmal zwischen diesen Präsentations-Snapshots hin und her springen. So, genug davon. Gehen wir mal lieber ins Programm. Einmal hier aus und rein. Ich habe natürlich was vorbereitet. Das heißt, Sie sehen hier eine kleine Baugruppe, ganz normales Teil, ganz normale kleine Baugruppe mit verschiedenen Bereichen. Ich habe zwei Unterbaugruppen drin und diese Unterbaugruppen, die sind auch schon mal vorbereitet, die sehen jetzt hier aus. Und auf dieser ersten Unterbaugruppe, dieses Pistenhousing, da ist eine Animation ausgeführt worden und auf diesem Baugruppe die Snapshots. Fangen wir erstmal mit den Snapshots an. Sie gehen also, wenn Sie wollen, einfach dran und sagen Präsentation erstellen oder öffnen. Ich habe sie schon geöffnet und da ist sie. In dieser Umgebung sehen Sie dann in dem Bereich des Snapshots diese beiden erstellten. Da kann man jetzt hin und her springen. Das heißt, Sie gehen hierhin und möchten diese Ansicht haben. Sie gehen hierhin und möchten diese Ansicht haben. Wenn Sie fertig sind mit der Ansichtserstellung, gehen Sie einfach wieder raus und können jederzeit eine neue machen.
Dabei wird immer die Kamera erfasst, wie sie gerade steht. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel hier hingehen und Sie drehen das mehr oder weniger so rum, dann können Sie an der Stelle sagen, ich möchte jetzt von hier aus meine Position haben. Dann gehen Sie hin und sagen, Sie möchten ein neues Snapshot. Puff, dann sind Sie drin und wenn Sie es aktivieren, können Sie jetzt noch Änderungen vornehmen. Sie können das Ganze auseinanderziehen. Sie können jetzt hingehen und sagen, Sie möchten Komponentenänderungen vornehmen, Positionsänderungen. Sagen wir mal, wir gehen jetzt hierhin an die Stelle, wir möchten den Bereich praktisch darstellen, gehen dann auf das Komponentenpositionsänderung, wählen das Teil aus und schieben das raus. So, jetzt sehen wir schon, dass hier ein zweites Teil noch vorhanden ist. Wir können das erste einfach weiterschieben, klicken von mir aus auf das erste Teil, schieben das an die Stelle und haben es so schon mal kenntlich gemacht, dass es zusammengebaut wird. Oder auch andersrum. Andersrum wäre vielleicht besser, schieben das alles hin und her, schieben das wieder hier hin, schieben den dahin. Das bleibt letztendlich alles Ihnen überlassen. Und wenn Sie nur diesen kleinen Bereich festlegen wollen, sehen wollen, dann sehen Sie hier vorne allerdings, meine Kamera sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es zeigt noch das komplette Bild. Dann können Sie hier nochmal sagen, Kamera aktualisieren, damit Sie auch in diesen Bereich wirklich nur reinschauen können. Könnten das dann später eben in die Zeichnungsableitung auch direkt überführen. Sie können von hier aus auch direkt das Rasterbild erzeugen. Das heißt, wenn Sie draufgehen, können Sie sofort eben entsprechend der Dateiänderungen, die wir ja vorhin schon gesehen haben, sagen, ich möchte jetzt mal ein BMP haben, mit sogar transparenten Hintergrund. Das ist eine coole Geschichte, wenn Sie später irgendwo in Baugruppen, auch Quatsch, in PowerPoints einfügen, dass Sie einfach hingehen und sagen, cool, ich habe jetzt hier einen transparenten Hintergrund. Dateiname nenne ich einfach mal X links. So, und dann speichern Sie es einfach ab und dann wird das BMP erzeugt an der entsprechenden Stelle, wo Sie es vorher hingelegt haben. Den Ordner müssen Sie sich natürlich auch mal irgendwo merken. Sie können auch hingehen und sagen, Sie möchten dann eben die Zeichnungsansicht erstellen. Gehen wir mal einfach drauf. Und dann wird das Rasterbild dort angebracht. Da muss man allerdings sagen, diese Ansicht wird immer komplett gezeigt. Da ist die Kamera nicht drin. Aber Sie sehen hier vorne, da passt es ja, dass nur dieser kleine Bereich wirklich explodiert ist. Der hintere Bereich, den haben wir jetzt nicht. Wenn wir in der Zeichnungsableitung schon mal drin sind, dann könnten Sie natürlich auch alles andere machen, was Sie vorher mit Zeichnungsableitungen auch so anstellen. Sie können die Größe machen, Sie können Positionsnummer anbringen, Sie können hinbringen, was Sie möchten. Und letztendlich dann auch sagen, er möchte vielleicht Pfade anzeigen und das Ganze ausführen. So, ich habe es jetzt nicht übernommen. Nö, mache ich jetzt nicht. Okay. Wenn Sie mit dieser Ansicht dann fertig sind, dann wird die halt gespeichert. Dann gehen Sie mit einem Doppelklick drauf und diese Position ist komplett so wieder eingerichtet, wie Sie es vorher auch definiert haben. Das heißt, wenn Sie jetzt hin und her springen zwischen diesen einzelnen vorher erstellten Snapshots, kriegen Sie das Ganze wieder an die Reihe. Ich finde das gut, wenn Sie zum Beispiel auch in eine Zeichnungsableitung gehen wollen und sagen, Sie möchten von der Baugruppe, wenn wir jetzt hier zum Beispiel trennen, Sie von der Baugruppe nur bestimmte Bereiche ableiten lassen, dass Sie vorher hingehen und sagen, ich blende die Teile vielleicht auch aus. Dann Sie gehen hin und sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal vielleicht nur diesen Bereich und blenden den vorherigen aus. Also gehen wir in die Bearbeitung wieder raus. Sagen wir, erzeugen uns einen neuen Snapshot, gehen da rein und gucken uns dann einfach mal diese Elemente an und nehmen die Sichtbarkeit weg. Dann ist es raus. Dann ist es natürlich für die Ansicht auch raus und bleibt auch raus. Das heißt, Sie können jetzt hier einfach sagen, ich brauche diesen Zustand nicht und bearbeiten das dann einfach weiter. Sie sehen auch wirklich in der Ansicht selber, Sie können die benennen. Das heißt, da oben sehen Sie, habe ich die Ansicht zusammengebaut benannt und hier Explosion benannt. Also Snapshots, Momentaufnahme Ihrer Situation, so wie Sie sie später auch darstellen wollen, so wie sie eben auch explodiert später in der Zeichnungsableitung zu sehen ist. Ich finde schon mal eine ziemlich coole Geschichte. Dann schauen wir uns das zweite Beispiel an, was ich vorbereitet habe, dieses Pistenhousing. Da ist eine Animation jetzt durchgeführt worden. Auch hier wieder der gleiche Weg gewesen. Sie können hier natürlich sagen, Sie möchten die Präsentation neu erstellen. Sie können aber auch sagen, Sie möchten die Präsentation öffnen. Und ich zeige erstmal das fertige Produkt oder die fertige Animation. Bei den Drehbüchern haben Sie hier unten so eine Ansichtssteuerung. Dann können Sie sagen, ich möchte es vielleicht zusammenbauen oder demontieren.
Sie gehen jetzt einfach auf einer dieser Schalter und dann lassen wir das mal durchlaufen. Und wenn es Ihnen gefällt, können Sie schon mal im Chat applaudieren. Da kommen jetzt die beiden Elemente rein. Sie sehen, man kann sie auch einblenden lassen. Die kommen da rein und gehen dann darüber und runter. Und die Schraube dreht, die Mutter dreht sich sogar. Das können Sie dann auch durchführen. Sie dürfen halt nicht so viel davon machen, wenn das das Marketing sieht. Dann sind Sie nur dran, weil die Erstellung von so einem Drehbuch, da sitzt man schon ein bisschen dran, damit das auch ordentlich und sauber aussieht. Sie können das Ganze natürlich auch wieder umgekehrt machen. Das heißt, es wird jetzt auseinandergebaut. Erst kommt die Mutter weg, dann kommt die Scheibe weg, dann dreht sie es einmal rum. Dann drehen wir es, blenden wir es erstmal aus, dann kommen die beiden raus, geht hoch und blenden es aus. Dann gehen die ganzen Schrauben raus. Dann geht der Deckel weg. Upp, und die Innenelemente gehen auch nochmal raus. So, und dann haben Sie eine schöne kleine Animation, wo zum Beispiel der Monteur wirklich hingehen kann und sagen kann, klasse, kann ich gut mitarbeiten. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, was die Komponentenveränderungen betrifft, die werden jetzt hier unten in dieser Zeitleiste aufgelistet. Und Sie haben ja vorhin gesehen, dass hier vorne ganz viele Schrauben rausgegangen sind. Das heißt, wenn Sie dann mit diesem Schieberegler auch mal an die Stelle zurückgehen, dann sehen Sie, dass diese Werte oder diese Bewegungen übereinander liegen. Entweder gehen die alle komplett eins daraus oder Sie schieben es einfach mal so ein bisschen an die Seite. Sie haben auch die Möglichkeit eben zu sagen, dass Sie etwas einblenden. Sie sehen diese beiden Schrauben, die da oben kommen, die blenden sich dann ein und dann erst wird die Bewegung ausgeführt oder eben rückwärts. Es bleibt Ihnen wirklich überlassen. So kann man seinen Fokus auch richten auf Elemente, auf Bereiche in dieser Zeichnungsablage, in dieser Präsentation, die für Sie dann wichtig sind. So, und dann gehen Sie einfach rüber. Jetzt werden Sie gleich noch sehen, dass die Kamera sich ändert. Das heißt, Sie können hier auch Bereiche wieder in Fokus reinnehmen durch die Kameraveränderung. Sie gehen einfach hin und zeigen den Bereich, den Sie haben möchten. So, jetzt haben wir erstmal genug geredet. Wir gehen mal auf die erste, auf diesen Akkumulator. Der ist nämlich noch nicht vorbereitet. Und da möchte ich jetzt einfach mal von Grund auf zeigen, was man machen könnte. Sie gehen dann also hin und sagen erstmal, Sie möchten eine Präsentation erstellen. Es gibt eine Standardvorlagendatei, mit der Sie arbeiten können. In dieser Standardvorlagendatei, ich mache jetzt keine Snapshots, das haben wir ja vorhin schon gesehen, da möchte ich dann anfangen, mit dem Drehbuch zu arbeiten. Nehmen wir mal zuerst diese Schraube, die Unterlegscheibe, umgekehrt die Mutter, die Unterlegscheibe und die Schraube, die sollen erstmal weg. Dann drehen Sie es erstmal hin. Schieben wir mal den Regler ein Stück vor und sagen schon mal, wir möchten die Kamera erfassen, dass die Kamera an dem Punkt springt. Kurz geguckt, ja, das passt. Und dann ist es eine relativ einfache Geschichte, wie Sie arbeiten. Sie gehen dann einfach nur hin und sagen erstmal, dass Sie die Komponentenpositionen Änderung wollen. Sie können eine und mehrere, das bleibt Ihnen überlassen, wie Sie es haben. Sie können also zum Beispiel sagen, ich schiebe erstmal nur die Mutter raus. Die Mutter soll vielleicht auch drehen. Das machen wir später. Sie schieben erstmal nur die Mutter raus. Irgendwohin. Sie sehen hier vorne auch noch den Wert. Den können Sie natürlich umändern. Wenn Sie hingehen und sagen, Sie machen die Komponenten, die Dokumenteigenschaft auf Millimeter, können Sie es natürlich auch auf Millimeter umstellen. Das Beispiel, die Baugruppe kommt jetzt aus dem englischen Bereich. Deshalb steht hier noch Inch drin. Sie sehen hier auch diesen kleinen Pfad. Ich möchte allerdings keine Pfade haben. Ich mag in Animationen, mag ich die Pfade nicht. Ist Geschmackssache. Das kann jemand halten, wie er will. Und Sie sehen die Dauer. Das heißt, 2,5 Sekunden fliegt das Ding jetzt vor. So, der ist fertig. Dadurch, dass Sie jetzt hingegangen sind und gesagt haben, die Mutter ist jetzt rausgeschoben und Sie ändern die Komponentenauswahl, sehen Sie unten in der Zeitleiste, dass diese Bewegung jetzt schon aufgenommen worden ist und schieben das einfach dann die Mutter raus. Ups, die Unterlegscheibe. Können jetzt einfach wieder ändern und sagen, okay, die passt. Sie gehen auf den nächsten und schieben dann einfach die Schraube raus. So, wohin Sie auch wollen. Sie müssen nicht sofort hingehen und sagen, ich habe jetzt hier diesen festen Wert, ich habe diesen festen Wert. Das lässt sich später alles noch editieren. Ich möchte zum Beispiel das, schauen wir erstmal das Ergebnis. Und Schraube rein. Unterlegscheibe drauf
und die Mutter auch drauf. So, und dann dreht sich das einfach wieder mal ein bisschen zurück. Sie haben ja unten in der Zeitleiste die einzelnen Elemente. Da können Sie jetzt einfach hingehen und sagen, Sie schieben das mal übereinander, lassen ein Stückchen Zeit vergehen und drehen da, bevor die Schraube reingeht, drehen Sie einfach erstmal hin und möchten die Kamera nochmal ändern. Das heißt, Sie gehen einfach an die Stelle und möchten das kennzeichnen, dass die Kamera an der Stelle auch erfasst wird. Und die Kamera ändert sich dann praktisch von dem letzten Eintrag darüber. So, jetzt gucken wir mal wieder, wie das Ganze aussieht. Schon eine Änderung vornehmen. Oh. Halt, ich muss einmal komplett zurück und lassen das vorlaufen. Mutter raus, Scheibe raus, umgedreht, passt. So, ganz einfache Geschichte. Sie brauchen keine großen Vorkenntnisse dafür. Natürlich zeige ich Ihnen gerne in einer Schulung oder einer der Innovi-Partner zeigt Ihnen natürlich in Schulung, wie das Ganze auch noch funktionieren könnte. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach und es macht viel Spaß. Alles, was Sie vornehmen, wird auch in Szenen protokolliert. Das heißt, in dieser Szene haben Sie einmal den Zugriff auf die Baugruppe selber, um vielleicht in der Baugruppe noch Elemente ein- und auszublenden oder die Positionsveränderungen vorzunehmen. Dann sehen Sie nämlich hier, dass Sie jederzeit auch nochmal die Werte ändern können, was die Verschiebung betrifft und welche Elemente unten drunter stecken. Das heißt, Sie können nämlich auch Elemente miteinander kombinieren. Das heißt, wenn Sie hingehen und sagen, Sie möchten Scheibe und Mutter gleichzeitig rausschieben und dann vielleicht noch ein Stückchen später die Mutter weiterlaufen lassen, dann können Sie das Ganze auch noch kombinieren. So, jetzt wollen wir noch gucken, ob wir das hinkriegen, dass die Mutter, die wir hier haben, sich erst dreht, ein Stückchen rausdreht. Wir sehen hier vorne, wir haben unsere Mutter noch zur Verfügung. Wenn wir da hinfahren, springt die ja raus. Und die Scheibe soll aber jetzt nicht mit raus. Das heißt, ich schiebe erstmal. Gehen Sie hin und sagen, okay, ich möchte jetzt hier nur 2 Sekunden. Sie können auch einen Doppelklick ausführen und die Zeit manuell ändern. Haben wir 2 Sekunden reichen. So. Und die Unterlegscheibe auch 2 Sekunden dran. Und die soll aber wieder losflitzen, wenn die andere ist. Dann soll die Kameraposition sich ändern und dann soll wieder meine Schraube rauskommen. Die neue Komponentenpositionsänderung, die ich vornehmen möchte, die Sie jetzt einrichten können, soll ja auf der Mutter stattfinden. Und dann wechseln Sie einfach auf Drehen. Dann müssen Sie natürlich wieder gucken, welches Kügelchen hier jetzt passt. Da bin ich eben ganz großer Experte, immer oder oftmals in den Verkehrten zu erwischen. Und dann drehen die sich immer um die verkehrte Achse. Aber diesmal, glaube ich, ist es der da. So, und dann sagen Sie einfach 3600 Grad und probieren es erstmal aus. Zack. Sie sehen hier unten einen neuen Eintrag. Ja, mal gucken. Ja, sieht gut aus. Die dreht sich schon mal wenigstens um die richtige Achse. Dreht sich in dem gleichen Bereich auch, wo meine Unterlegscheibe jetzt rausfliegt. Wenn wir hier nochmal reinschauen und das Ganze öffnen, dann sehen Sie hier die Verschiebung und unten drunter das Drehen. Das soll jetzt gleichzeitig stattfinden. Deshalb ziehen Sie einfach dann nur die beiden Leisten zueinander. So, dann schieben wir das Ganze nochmal nach vorne und lassen das mal ablaufen. So, raus mit dir. Oh, der dreht aber schnell. Da können Sie natürlich auch an der Drehwinkel nochmal hingehen und sagen, Sie möchten das ein bisschen langsamer haben, wie Sie wollen. Das bleibt alles komplett Ihnen überlassen. Gehen wir mal auf die andere Seite oder wir schieben die beiden jetzt raus und dann nach oben. Das heißt, ich ziehe meinen Schieberegler nochmal ganz nach vorne. So. Drehe jetzt meine Kamera in Blickrichtung, so wie sie sein soll. Und sage erstmal Kameraposition erfassen, damit wir eben, wenn wir an der letzten Aktion drin sind, an diese Position hinschieben. Damit es vielleicht nicht ganz so hart und ruckelig ist, ziehen wir einfach das ganze ein Stückchen vor und lassen hier zwischen den 7,9 einfach mal ein bisschen Platz. Sie können eben, wie gesagt, mehrere Komponenten gleichzeitig verschieben. Das heißt, Sie gehen erstmal auf die Komponentenpositionsänderung, wählen die Komponenten dann aus und sagen natürlich hier, ich möchte es erst verschieben. Beide sollen raus. Wenn Sie dann fertig sind, gehen Sie einfach hin und sagen, Sie gehen nach oben und schieben die in die Richtung. Passt. Dann sind die raus. Wieder mal geguckt. Sie sehen hier unten zwei neue Einträge.
Mit dem Schieberegler, mit diesem Zeitregler kann man dann schön prüfen, wie das Ganze funktioniert. Beide gehen raus, beide gehen hoch. Sieht super aus. Klappt. Und dann möchte ich vielleicht, dass beide von der Darstellung sich entfernen, also dass sie transparent werden oder sich rausblenden. Dann gehen sie auf beide drauf, gucken einfach mal nach. Über einen Rechtsklick sehen Sie dann hier die Transparenz und sagen, Sie möchten gerne das Ganze auf Null stellen. So, und dann gibt es wieder zwei neue Einträge hier unten. Die würde ich dann allerdings auch immer, damit es nicht ganz so hart ist, noch so ein bisschen editieren. Das heißt, Sie gehen hier auf die Transparenz und sagen, Sie machen den ein bisschen größer. Die Transparenz und schieben den auch ein bisschen größer. So, dann wollen wir das Ganze wieder ausprobieren. Schieberegler zurück. Und Sie sehen, die blenden sich schon ein. Schwupp, diwupp, sind sie da. Wir können das Ganze immer wieder mal animieren lassen von vorne hin, lassen das Ganze durchlaufen, schauen sich an, jo, da ist einer fett am Machen. Ganz so weit raus braucht sie auch nicht unbedingt. Dann geht es nach dahin, die beiden gehen hoch, gehen an die Seite und blenden sich aus. Und wenn Sie alles eingerichtet haben, dann können Sie natürlich später auch noch sagen, Sie möchten davon gerne ein Video erzeugen. Ähnlich, was wir vorhin gesehen haben mit den Snapshots, wo wir gesagt haben, wir machen ein Bild. Wir haben hier die beiden Ausgabeformate AFI und WMF. Sie können die Auflösung noch teilweise ändern beim AFI oder beim WMF, je nachdem, was Sie einstellen. Sie können sagen, Sie möchten das aktuelle Drehbuch, Sie möchten alle Drehbücher rausgeben, Sie möchten nur ein kleines Drehbuch, Sie möchten es umkehren, wie Sie wollen. Sie haben nämlich die Möglichkeit auch zu sagen, Sie machen mehrere Drehbücher, wenn Sie zum Beispiel eine große Baugruppe haben und Sie möchten dort sagen wir mal, Unterfilmchen erzeugen oder Unterbereiche erzeugen, dann kann natürlich, wenn Sie eine Riesenbaugruppe haben, der Animationsleiste hier unten schon ziemlich groß werden. Und wenn Sie dann unterteilen, zum Beispiel sagen, Sie haben diesen Bereich, den rechten Bereich mit dem Demontage, Sie haben den linken Bereich mit der Demontage, Sie haben hier vorne das Zusammenfügen, dann können Sie auch jederzeit Drehbücher hinzufügen und so sich auf einzelne Bereiche konzentrieren. Und zum Schluss natürlich gehen Sie einfach hin und sagen dann, Sie machen die Zeichnungsableitung von Ihren Snapshots, die Sie vorher erzeugt haben. Jo, das war's erstmal, was ich Ihnen zeigen wollte in meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht. Durch die Fragen, die jetzt reintrudeln, bin ich erstmal gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist, ob Sie in Begeisterungsstürme ausgefallen sind oder nicht. Einen zweiten Monitor legen? Inwiefern jetzt einen zweiten Monitor legen? Ah, kann man drehen? Auf einen zweiten Monitor legen. Das Drehbuch lässt sich nicht auf einen zweiten Monitor legen. Ja, man kann es hier abdocken, dann kann man das komplett rüberlegen. Ja, doch, geht auf einen zweiten Monitor, habe ich vorher noch nicht drauf geachtet. Das Drehbuch selber ist wie ein Bereich, ein Panel zu sehen. Das heißt, hier oben sieht man ja auch eben, dass hier meine Snapshots-Ansichten sind ausgeblendet und diese Bereiche lassen sich dann doch natürlich wie ganz normale Leisten auf den zweiten Monitor legen. Macht natürlich dann Sinn, wenn man eben ja viel damit arbeitet, um auch den Überblick zu behalten. Also Frage, zweiter Bildschirm funktioniert. Habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen, weil ich eben hier unten alles in einem Blick habe. Okay, gibt es weitere Fragen? Vielleicht Kommentare? Wie ist so der Eindruck? Können Sie es gebrauchen? Reden Sie ruhig mit mir. Da habe ich Spaß dran. Da wird eine ursprüngliche. Es besteht eine Verknüpfung zwischen Baugruppe und Präsentation. Das passt. Das heißt, wenn Sie in der Baugruppe was hinzumachen, wird das in der Präsentation später natürlich mit aufgenommen. Allerdings ändert sich natürlich nicht die Animation. Die bleiben drin. Das heißt, wenn Sie nur einen Teil hinzunehmen, weil Sie haben ja mehr oder weniger eine Verlinkung zwischen der Präsentation zur Umgebung und der Baugruppe. Gibt es sonst Fragen? Da freue ich mich, Frau Scholz, dass es Ihnen sehr gefällt. Kann ich gut machen.
Da geht es nämlich hin, Frau Eckert, das ist richtig. Es geht in Richtung Marketing. Marketing freut sich dann über solche Animationen. Marketing freut sich dann auch über die Bilder. Ich hatte es nur am Anfang ja gesagt, zeigen Sie nicht zu oft und zu viel. Dann steht der Marketing nämlich ständig bei Ihnen auf der Matte und möchte gerne solche schönen Bildchen haben. Mir macht es allerdings sehr viel Spaß, sowas zu erstellen. Ich habe da wirklich Spaß und Freude dran. Und es ist auch mal eine schöne Abwechslung zum allgemeinen Konstruktionsalltag, den man dann hat. Okay. Keine weiteren Fragen. Gehen wir noch mal hier hin. Möchte Sie natürlich dann auch auf unser Weiterbildungsangebot darauf hinweisen von der Inovi, Termine, Webcasts, offene Seminare, komplette Seminarüberblick finden Sie dann auf der Homepage bei der Inovi. Sprechen Sie uns einfach an über die entsprechenden Teilnehmer, also der Arnold IT, der AKG, das Hafnersbüro oder eben Entegra. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Erscheinen, Ihrer ja, Aufmerksamkeit und freue mich, Sie dann in einer der zukünftigen Inovi-Webcasts wiederzusehen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.